Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. In der heutigen Folge wollen wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen um Rucksäcke kümmern. Das heißt, dass wir auch mal ein bisschen was abbauen können, ohne dass ich alle 5 Minuten heim muss. Geben mir nämlich mittlerweile, ja, auf den Zeiger. Und vor allem macht dann auch Sinn, dass ich dann mal längere Mining-Abschnitte dann machen kann. Bin auch gerade immer noch fleißig dabei, die Maserade laufen zu lassen. Hab den aber schon mal ausgeschalten. Weil ich habe nämlich festgestellt, mir gehen jetzt langsam die Ingots und so weiter aus. Das heißt, wir müssen demnächst mal buddeln. Wir haben schon ein bisschen was hingekriegt. Ich habe jetzt nochmal meine Picke beschleunigt. Da habe ich noch ein bisschen was übrig gehabt. Ob ich jetzt da bei dem auf 150 gehe, weiß ich noch nicht. Oder ob ich dann auf Lack 2 gehe. Lapis finden heißt, wir haben das auch noch vor. So, was ich auf jeden Fall brauche. Ich brauche aus diesem Bereich, wollen wir jetzt als erstes mal uns ein Wooden Spear bauen. Das heißt, wir brauchen Leder. Ein ganzes. Ich brauche 4 Strings, brauche 2 Sticks. Genau, dann habe ich hier schon mal was vorbereitet und zwar Carpenters Blöcke habe ich schon mal gemacht. Und Carpenters Blöcke und nochmal eine Säge und ich habe Stufen. Ich weiß, man kann auch die Säge für andere Sachen verschwenden. So, dann heißt es jetzt, wir gehen jetzt hier hin. Nicht? Okay, Entschuldigung. Aber, klack, klack. Zack. Das heißt, wir haben jetzt schon mal eine bessere Waffe. Hier wollte ich nicht hin, ich wollte hier hin. Das heißt, die Messer nehme ich raus. Und die Messer nehme ich so mit. Okay. Dann brauche ich als nächstes erst einmal davon 16 Stück. Und jetzt kann man mal bewundern, was diese schöne Picke kann. 1, 2, 3. Hui. Ja. Ich kann mich auch umbringen. Kann ich gut. So. Und dann heißt es jetzt, ne? Die kommen dahin. Dann hätte ich mal gesagt, mache ich jetzt einfach mal die Stufe hier hin. Ist egal. Hauptsache, ich habe da einen Block. Und dann geht's zack, zack, dann nach oben. Ja. 1, 2, 3, 4. Aua. 5, 6, 7, 8. Das heißt, wir haben schon 2 Reihen haben wir schon mal. Das ist doch schon mal was wert. So, was habe ich noch gemacht? Ich habe hier mal mir einen Weg hingebastelt, weil ich den haben möchte. Ich möchte dann an der Wand entlang laufen können, komplett einmal um die Base rum. Und hier kommen Bäumchen hin. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich hier Obstbäume hinpflanze. Oder ob ich dann ganz normal normale Bäume hinmache. Das wird sich noch zeigen. So, dann hätte ich gesagt, wir gehen rein, wir brauchen die Rucksäcke. Und zwar, ich brauche jetzt auf jeden Fall, die sind, nein, das da erstmal klemmen. Dann hätte ich mal gesagt, jetzt ziehen wir die hier mal rein. Und den schauen wir uns an. Gooseberry-Joghurt. Essen.
Bin immer froh, wenn ich neue Mahlzeiten finde. Oh, ich habe eine Lederhose bekommen. Sehr gut. Hat er die auch schon erkannt mit Without Dying? Nein, das heißt, ich brauche auf jeden Fall Leder. Das heißt, wenn wir jetzt dann an Kühen vorbeilaufen, werden wir dann mit denen ein bisschen spielen, mit unserem Butchery Knife. Okay, dann. Ich habe auf jeden Fall meine Waffen dabei. Jetzt brauchen wir Rucksäcke. Die Rucksäcke waren in Stone Age, jawohl. Und zwar, ich brauche auf jeden Fall den Diggers Backpack. Und ich brauche auf jeden Fall den Miners Backpack, in Diggers Backpack. Oh Gott, ich brauche richtig Leder. Okay. Dann machen wir das jetzt ganz einfach. Ich muss mir als allererstes mal meine Schaufel reparieren. So, zwei Sachen habe ich dabei, die wo man essen kann. Und jetzt laufen wir mal in Richtung. So, dann ist der nämlich dann auch gleich. Kann der auch noch fertig werden? Wir laufen jetzt mal Richtung Brick Dungeon. Wir machen mal die Borderlines aus. Und es geht nicht mal darum, dass ich sozusagen. Ich habe Fackeln dabei. Ich hoffe, dass ich jetzt alles dabei habe. Und ich hoffe, dass ich einigermaßen gut gerüstet bin. Wie gesagt, die Hose ändern wir gleich. So, jetzt muss ich schnell nochmal was gucken. Und zwar, ich habe nämlich festgestellt, dass ich meine ganzen Quests noch nicht gemacht habe, wo es darum geht. Also ich muss auf jeden Fall Schweinchen kann ich mitnehmen. Habe ich hier auch nochmal irgendeine Quest, wo ich Tierchen opfern muss? Nein. Also, Schweine und Kühe brauche ich. Und die anderen, ja, die werden es dann nach mich schlachten. Weil Drake ist verrückt. Ja, ich habe nämlich gesehen, da gibt es nämlich die nächste Quest. Bezug nehmend der Bücher. Und ich brauche 12 Stück davon. Jetzt könnt ihr natürlich hingehen und sagen, okay, ich gehe jetzt mal schnurstracks und suche ein Dorf. Was halt ewig dauern kann. So, bist du ausgewachsen? Jawohl, bist du. Jedenfalls zweimal. Komm mal mit. So, der Brick Dungeon ist da hinten. Da müssen wir hin. Wenn ich halt noch mir anfangen, mal noch eine Schere zu machen. Ich sehe nur gerade keine. Kühe wollte ich sagen, aber ich höre eine. Brauch Leder. Entschuldigung. Ne, man sieht ja nur einen ganz kleinen Bereich. Ich bin ja auch immer so einer gewesen, der immer gelacht hat, ja, wie hier im Radar und so. Aber ich sage mal, man, also diese menschlichen Sinne, die kann man ja im Spiel nicht so ganz abbilden, bin ich der Meinung. Also ist das legitim. Kann man sich halt auch so hinbasteln, ne? So, was mir auf jeden Fall noch fehlt, ist auf jeden Fall auch noch, ich brauche noch Dark Oak und ich brauche noch Birchwood.
Bin gerade hier, okay. Ich laufe gerade volle Knecke an den Schweinchen und an den Kühen vorbei, merke ich gerade. So. Und wir legen uns mal hin. Wir bereiten uns ein schönes Bett. Schade, dass er nicht auf Gras liegen kann. Gras ist doch viel angenehmer. Ja, wobei, es gibt Leute, die mögen, wenn sie liegen, möchten sie es richtig hart haben. Ja, ich weiß, nur die Harten kommen in den Garten. Und dann gibt es die, die wo's sagen, ich brauch's eher weich. Ich schätze mal, wie man halt geprägt wurde. Ich weiß auf jeden Fall eins, wenn der Forgehammer fertig ist, ne, ist die Schaufel das nächste, was beschleunigt wird. Gott, ist das gemütlich. Ja, aber wenn ich schon da reingehe, will ich wenigstens eine Möglichkeit haben, ein bisschen was zu machen. So. Und was ich auf jeden Fall mache, ist erstmal ausfackeln. Nicht, dass du zurückkommst und du kriegst erstmal ein Brett. Ein Brot kann ich auch noch mitnehmen. Nochmal was zum Essen. So, und wir gehen jetzt erstmal nach unten. Also, Bricks gibt es hier schon mal genügend, ne? Diejenigen, wo sich fragen. Gott, bin ich gleich Lava und Teufelchen? Der Wahnsinn. So, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Toll. Muss ich gerade hoffen. Dass das hier besser ist. Wir rennen einfach mal rein. Okay. Leicht verwirrend. Habe ich wohl etwa Glück? So, da oben auf jeden Fall eine reinhängen. Da hüpft mir sonst wieder was auf den Kopf. Ja, sehr schön. Da kriegen wir was zum Futtern. Ich merke gerade, ich habe überhaupt keine Steine und so dabei. So, die Hexe läuft nach unten. Ihr wisst ja, ne? Was ich überhaupt nicht leiden kann, sind Hexen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so hirnverbrannt bin und dann gleich in die mal eigene Falle renne. Lauf, 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 lauf. Bin es ein super. Die da reflektiert. So. Das heißt, mit der spiele ich mit dem Stock. Da geht's mit dem Stock eine aufs Hirn.
Rein. Und wieder raus. Hallo. Es ist gar nicht mal so schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob das reicht. Ich habe ein bisschen was dabei. Why? Hallo. Wie viel Schaden mache ich dir? Auch 9. Muss ich schauen, dass ich den so schnell wie möglich platt kriege. Bevor der mich platt macht. Danke. So, wir gehen weiter. Gehen erstmal geradeaus und machen hier den Dungeon dicht. Ich sag, die Ebene ist noch. Die ist noch annehmbar. Die ist noch angenehm. Die nächste Ebene geht so. Die übernächste Ebene kann man vergessen. Da sind wir noch sehr weit davon entfernt. Das Schöne ist immer, ich finde halt immer die Dungeons, die mehr Löcher haben, als dass sie gerade sind. Das heißt, normalerweise hat man hier so kleine Türchen, wo man reingehen kann. Ich sehe hier halt überhaupt keine. Da sind halt auch Büchereien drin. Nö, nö, nö. Also das Ding ist hier wirklich nur zum Auslachten für die Bricks. Enchanted Book. Das lasse ich jetzt mal alles da. Das heißt auf jeden Fall, ich muss auf jeden Fall mal nach hinten. Hier habe ich auch keinen Eingang, oder? Nee. Ist auch ein Loch drin. Und ich merke schon. Schwimmen hier Delfine rum? Haben wir hier auch noch was? Also den da baue ich jetzt mal ab. Dich baue ich auch mal ab. Ich brauche ein paar Steine. Und ich merke halt gerade, ne, ich habe schon wieder ultra viel Kraffel einstecken. Was man jetzt nicht unbedingt alles dabei haben muss. Die Strings kann ich auch am Schluss mitnehmen. Die Schuhe ziehe ich mal um. Dann kann ich die Hose und die Schuhe da lassen. Ja, wenn einer so freundlich spendet, oder? So, dann bauen wir mal den Dungeon. Sicherer. Dass hier schon mal nichts mehr reinläuft. Ich weiß, dass jetzt, wenn ich jetzt da nach oben gehe, mache ich den größten Fehler ever. Darum machen wir es mal. Und ich merke gerade, ich habe einen Stack Fackeln mitgenommen. Das ist nicht mal annähernd ausreichend. Der war clever. So, Wasser ist weg. Jetzt habe ich dann nur noch Lava. Aber die Lava, glaube ich, fließt mir nicht in die Base rein.
bin gerade begeistert von meiner Picke. Und die ist noch auf Eisen. Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht zu viele Fackeln verschwende. So, dann schwimmen wir. Früher hatte ich mal den Skill, dass ich wusste, wie es geht. Aber es war früher. So, ich hoffe, dass da jetzt keiner spawnt und mir auf den Kopf fällt. Habe ich noch 4 Fackeln. Das reicht gerade so. Also die da freu, auf die da freue ich mich. Dann habe ich da noch einen. Zwei Kisten, die nehmen wir auch noch mit. Heißt zwei Kisten, da haben wir noch eine. Und da haben wir noch. Oh, schön. Also der Raum war super zu finden, aber ich habe halt leider. Deswegen ich hier bin, wie hier Bücher, ne, haben wir gar keine gefunden. Könnte mir jetzt halt vorstellen, dass die halt dann unten sind. Das Problem ist nur, bringt mich nicht weiter. Ich habe hier Kohle. Wenn ich keine Fackeln habe. So, das Problem ist jetzt halt nur, ich muss sowieso zum Plündern nochmal kommen. Aber ich möchte hier keine Kreuze haben, dass ich aber mal von hinten überrascht werde. Problem ist jetzt halt nur, gehe ich jetzt nach unten, versuche unten Bücher zu finden. Wobei ich glaube, in der zweiten Etage mehr sind. Problem ist halt nur, ich habe jetzt noch 3 Fackeln. Das heißt, ich kann hier gerade mal auch ausleuchten. Und dann ist hier Feierabend. Ich kann nicht mal hier komplett ausleuchten. Okay. Dann haben wir leider Pech gehabt. Hat es leider nicht funktioniert, was ich vorhatte. Außer ich finde jetzt hier nochmal Fackeln. Da auch nicht. Doch, eine Kohle habe ich noch. Das heißt, ich mache noch mal 3. Das heißt, ich kann auf jeden Fall da unten auch noch ausleuchten. Ich glaube, die Hexe ist kaputt gegangen. Die wird jetzt bestimmt unten stehen und auf mich warten. So, hast du gesagt, ich bin tot? Na komm doch mal her. Das ist der Wahnsinn, ne? Also hier auch komplett. Also hier geht gar nichts. Hier sehe ich gleich 2 Dungeons, aber ich sehe keine Bücher. Was will ich hier mit 2 Fackeln? Ja, gar nichts. Glückwunsch. Nee. Das heißt, wir gehen noch mal nach Hause.
Wir brauchen auf jeden Fall mehr Fackeln für die nächste Ebene. Und ich bringe mal die guten Sachen auf jeden Fall mal nach Hause. Ja, und ich halte es konsequent momentan durch, ne? Ihr seht es ja, ne? Ich TP mich nicht. Wäre jetzt ein leichtes, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt einfach ich TP mich jetzt einfach nach Hause. Hol mal schnell ein Fackeln und mach weiter. Nein. Was man vergisst, muss man holen, muss man wieder verwenden. So, aber ich habe gerade gesehen, es ist dunkel draußen, also legen wir uns eine Runde hin. Wird jetzt bestimmt ein bisschen spannender, das Heimgehen. Gehe jetzt aber mal wegen in die Wüste. Weiß gar nicht. Doch, Hot Desert. Vielleicht finde ich hier ein paar so Kakteen noch. So, F7 ausmachen. Ich muss nicht unbedingt. Die FPS drücken wollen. Aber was ich schon mal gesehen habe, wir haben schon mal eine Schleiminsel. Das heißt, wir haben schon mal eine hervorragende Quelle, um an diese lustigen Bäumchen zu kommen, die wo da oben sind. Heißt, wir haben da auch noch eine Möglichkeit. Ich bin zwar in einer heißen Wüste, aber sehe hier keinen einzigen kleinen Kaktus, die wo mich jetzt weiterbringen leben. Da ist das Einzige, was ich hier wirklich gut habe, sind Möglichkeiten, mit dem Gleiter zu arbeiten. Also bei mir zu Hause, hier habe ich einen. Was ich ja immer noch nicht begriffen habe, leider bei dem Gleiter ist ja, nee, hier gibt's kein, hier gibt's, das ist eine kaktusfreie Wüste. Die ist vielleicht zu heiß. Wobei ich immer gedacht habe, für Kakteen ist das egal. Aber ich habe jetzt hier noch eine schöne Ölquelle. Ich sehe hier auch noch eine. Also Sandprobleme haben wir schon mal keine mehr. Also wenn ich das hier alles abgegraben habe, ne? Dann sind wir glücklich oder unglücklich. Kann ich ein paar Pyramiden bauen? So, dann haben wir hier V-Small. Wenn ich schon hier bin, kann man es auch machen und wir gehen mal in die Richtung. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich gerade hinlaufe. Ich merke gerade, folgen tut ihr mir nicht so ganz. Jetzt hoffe ich gerade auf diesen Rückweg, dass ich dadurch, dass ich ein bisschen so vom Weg abweiche, dass ich vielleicht ein Dorf finde. Würde mich ja auch weiterbringen. Zwar ist mein Inventar komplett voll. Aber ich merke gerade, also ist. Schaut mal, ich habe hier noch mal ein so ein schönes Biom. Ja, hervorragend. So, dann sammeln wir das auf jeden Fall auch noch mit ein. Ja, Tropical. Ich will natürlich jetzt nicht meinen Platz, ne, sozusagen dafür vergeuden. Aber den da
Nehme ich auf jeden Fall mit. Und da oben sehe ich noch einen. Wobei ich jetzt gerade merke, also für mich sind eigentlich die. Oh, noch einer. Drei. Für mich sind eigentlich momentan die größten Probleme, dass ich diese kleinen Fruchtkakteen nicht finde. So, Schweinchen. Danke. Wir haben die Quest abgeschlossen. Ich schau mal dahin. Nein, leider nicht. Auf jeden Fall eine Aura drin. Du eine? Ja. Desert Garden. Deswegen bin ich in die Wüste gelatscht. Gibt's hier vielleicht ein Wüstenvolk? Möchte Böcher kaufen. Mitnehmen. So was Ähnliches wie kaufen. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal schon mal einen kleinen. Wäre nicht schlecht, wenn ich jetzt ein paar noch finden würde. So zwei, drei Stück. Und das, oh, da drüben ist wieder eine große Ölquelle. Der schaut total schön aus. Oh, Stainless Steel. Anti-Money. Meine Güte. Nee, ich lasse das Zeug da. Und ich lasse sogar noch mehr da. Dorf! Ich habe ein Wüstendorf gerufen und habe bestellt und habe eins bekommen. Danke! Ich habe auch was zum Schlafen dabei. Ich werde euch nicht versuchen umzubringen. So, ich sehe schon mal Weizen. Ich hoffe, dass ihr eine Bücherei habt. Ich hoffe, ihr seid Belesene. Ihr seid auf jeden Fall. Ihr seid auf jeden Fall Waffenfreunde. Kennt ihr jetzt gegenseitig? Wie seid ihr drauf? Ihr seid ja komisch drauf. Hallo. Mörder. Bücherei, Bücher. Ah, Bücher, Bücher, Bücher. Hallo. Danke. Schön, habt ihr es hier? Ja. Nee. Ihr habt da hinten so komische Freunde. Würde man dagegen was machen? Oh, ja. Und da war kein Pisten. Ich habe ihn nicht gesehen. So, was haben wir denn hier noch alles Schönes drin? Wir haben Slime-Bindings drin. Kaktus-Binding. Nochmal ein Slime-Binding. Slime-Binding ist halt was Schönes, ne? Ich nehm den nochmal mit. Ich muss hier auch noch mal herkommen. Au. Danke, Alter. Was ist denn hier los? Da darfst du keinen aus Versehen hauen, ne? Da kommt gleich eine ganze Armee angerannt. Noch einer. Drei, zwei,
Hi. Cool. Ja, ich sollte mir vielleicht noch, einen kleinen Waypoint da lassen. B. Dorf. So. Und dafür sind bei mir Buchstabe Z. Die sind wichtig, aber nicht gerade so wichtig. Finde ich immer ganz unten. Genauso wie die Dungeons. So, die Sonne neigt sich dem Horizont. Sie hatten leider keine Schmelze. Sagte er und er hat nicht mal richtig geguckt. Nee, aber ihr habt auf jeden Fall. Ja, ich merke schon. Ihr habt es total toll. Also, da ist so ein kleiner Ding. Also hier ist einer. Da hinten stehen sie im Kreis. Ein Hexenkreis haben sie auch noch. Muss schon sagen, Respekt. Hallo Note. Problem wäre jetzt noch, ich wollte eigentlich gerne noch Rucksäcke bauen, ne? Da müsste ich nochmal an Kühe vorbeilatschen. Ich habe gerade mal zwei Leder. Ja, okay. Ich habe daheim noch immer unsere kleine Farm, aber. Oh. Das finde ich hervorragend. Ich laufe gerne an Aluminium Gravel vorbei. Das Lustige ist, wenn du danach suchst, findest du das Zeug nie. Aber wie du läufst einfach wegen der Gegend rum. Stolperst du drüber. So. Also ich muss schon sagen, ne, also sehr ausgestorbene Gegend hier. Und ein paar Dorfbewohner. Ein paar Untote, toll. Die sind auch schon gestorben. Die zählen nicht. Oh, Tropical. Ich habe noch nie so viel Tropical gesehen. B, V, minus, Big. Auf jeden Fall erstmal dieser Ausflug hat sich total gelohnt. Ich habe Kakteen bekommen. Ich habe Bücher bekommen. Ich habe einen Dungeon gesehen. Also, wobei, das ist mehr ein zerflattertes Ding da. Da macht es ja fast mehr Sinn, den auszugraben, als zu looten. Ja, wobei, nein, das ist beides. Ja, ich bin verwirrt, ich weiß. Also looten tue ich ihn trotzdem, auch wenn ich ihn ausgrab. Oh, ich habe Hunger. Ich habe noch ein Brot dabei. Ich glaube, das mit dem... Ich sehe nochmal Aluminium Gravel. Tag. Dafür klaue ich dir einen Fisch, was du mich ausgelacht hast. Danke. Weißt du, lebt in der Wüste, ne? Aber hat einen Fisch daheim. Auf welchem Markt warst du denn? Ich weiß ja nicht, wie es in den nächsten Versionen ist. Oder ob es da insgesamt dann mehr Möglichkeit gibt mit den Dorfbewohnern. Bin ich jetzt gerade. Ah, okay, ich schaue gerade in die falsche Richtung. Ich muss in die Richtung. Nein, da will ich nicht lang. Das sind Zepplinge. Ich will momentan keine Zepplinge.
Ich will Kühe. Und schon sehe ich welche. Ich hoffe, dass ich 8 Leder kriege. 12 wäre noch besser. Acht haben wir. Sind leider alle Kühe ausgestorben. So, das heißt ab nach Hause. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall die ersten zwei Rucksäcke machen. Ich denke da immer zu viel zu wenig dran, dass ich mal runter zu meinen Tierchen gehe. Aber eins weiß ich definitiv, die Gehege für die Tiere müssen mindestens doppelt so groß sein. Das bringt mich sonst nicht weiter. Cool, wenn ich jetzt noch so eine Mini-Statue bekommen hätte. Aber da kannst du ja jeden Tag die eine. Noch so ein Teil. Da kannst du dir jeden Tag ein Leder holen. Was total super ist. So, das sind die kleinen Goblins. Ich hatte gedacht, das ist ein Creeper. Ne, Creeper sind leiser. Die versuchen dir die ganze Zeit eine Steuere raufzudrücken. So, ich bin gerade hier. Muss Richtung Diamond, weil ich ja immer noch nicht den Waypoint und schon. Und schon ploppt der Berg auf. Der kam jetzt aber spät. So, ich bin von meinem Ausflug zurück. Merke gerade, ich habe gerade kein Weed einstecken. Ich gehe mal schnell Weed holen. Ich habe mal gesagt, 8 Stück müssten reichen. Hoffe ich. So, dann nehme ich dich raus. Dann tun wir dich erstmal rein. Ich auch. Gott sei Dank habe ich einen Maserator, bevor ich die Schmelze angefangen habe. So, und wir räumen mal schnell noch ein paar Sachen weg. Ich habe da hinten eine Kiste, da wo ich erstmal alles Mögliche reinfeuer gerade. So, das war hier. Habe ich schon. Was bist du? Nutmeg. Chestnut. Chestnut habe ich noch nicht. Was brauche ich für dich? Ich brauche für dich einen Oak Sapling. Zweimal. Vielen Dank. So, haben wir den auch. So, dann haben wir jetzt schon 8 Tropical, das ist sehr schön. Dann haben wir jetzt unseren Desert. Das heißt, mir fehlen jetzt eigentlich. Jetzt muss ich gerade mal schnell gucken. Ich brauche insgesamt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Den finde ich sowieso nicht. Textilgarten habe ich gefunden. Stalk, Mushroom, Levi und Herb. Levi und Herb. Ja. Ground habe ich noch nicht. Den muss ich noch finden. Grass Garden habe ich. 2, 4, 6, 8, 10 habe ich. 6, 8, 10, 12, 13. 3 Stück fehlen mir. Mushroom habe ich. Also ein Berry Garden habe ich. Grass Garden habe ich. Desert Garden habe ich. Ground Garden habe ich auch. Ja, den habe ich nicht, den habe ich nicht und den habe ich nicht. Genau, dann sind es die drei, die wo mir noch fehlen. So, dann schmeißen wir mal hier. Nein,
Das Fleisch ist da oben drin. So, und dann habe ich jetzt noch eine Möglichkeit. Ich habe nämlich noch ein bisschen Teig gemacht. So, Teig habe ich noch nicht gegessen. Schmeckt bestimmt hervorragend. So, dann machen wir mal einen Teig-Sapling draus. Sapling. Ein Teig-Rolling. Dasselbe auch mit dem Brot. Ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, ihr macht euch gerade ein komplettes Brot und stopft euch das dann komplett ins Gesicht. Roh. Ich hätte, glaube ich, was Besseres vor. So, dann hätte ich mal gesagt, also auf jeden Fall, ich will 32 Brötchen haben. So, und das wird dann Brot. Sehr schön. 32 Brötchen rein, 12 davon rein. Das heißt, ich brauche jetzt von dir eine Kohle. Und von dir brauche ich halt das weg, das weg. Treppen, auch mal hier rein, Pisten rein, Hopper rein. Ja, die Eimer nicht. Den Eimer brauche ich jetzt hier, weil wir möchten uns schnell ein Brötchen backen. So. Jetzt ist die Frage, wo habe ich denn eigentlich mein Messer hin? Bestimmt in die Kladderadatschkiste draußen. Und ich weiß, ich will immer noch die Rucksäcke bauen. So, habe ich hier mein Messer drin? Kein Messer? Aber wartet doch mal, ich hab doch vorhin gesehen, dass ich. Genau. Dann kriege ich hier nämlich ein Messer gespendet mit 89%iger Haltbarkeit. 100% wäre zu viel gewesen. Nee, macht auch Sinn, dass das weniger Sinn, weil dann schließt man keine Quest ab, wo man das machen muss. So, wir schneiden uns mal das Brot auf. Finde ich halt auch schön. Brotscheiben. Ja, aber geht halt nicht anders. Ja. Und zwar, wenn man jetzt die Sliced Breads nimmt. Ja, dann hat man hier Steaks und die packt man einfach rein und jetzt hat man et voilà ein Steak-Sandwich. Ein Steak-Sandwich hat richtig viele Coins. Finde ich super. Eigentlich genau das richtige Essen für Mining und so weiter. Aber da, ich habe mich jetzt da richtig ums Essen wirklich kümmern müssen. Weil ich habe da sonst ein kleines, aber feines Problem. So, du gehst mal da raus. Dann kann ich dich da noch reinschmeißen. Dann müssen wir jetzt noch mal bei den Kühen vorbei. Ja, ich komme von da oben rein. So. Das warst du und du. Kritischer Hit. Wenn dem mal das Rumrennen aufhört. Danke. Du magst nicht, aber ihr zwei?
Blink. So, und du, nein, du, Gott. Sag mal, kritische Treffer ist heute nicht, oder was? Danke. Wie viel Leder haben wir jetzt? 17. Das ist doch super. Ich werde auf jeden Fall auch irgendwann noch eine Waffe brauchen, wo ich auch dann schaue, dass ich da Glück drauf habe. Dass ich dann, wenn ich die Tierchen um die Ecke bringe, dass mich das was weiterbringt. Weiß ich gar nicht. Geht das eigentlich mit den Pfeilen? Kann man auf die Pfeile Glück drauf machen? So, aber vor lauter Pfeile und bla bla. Ich will auf jeden Fall noch meine zwei Rucksäcke bauen. So, das heißt jetzt, wir brauchen zwei Eiseningots. Das dürfte jetzt wohl kein Problem sein. Wir brauchen zwei Steine. Das dürfte auch kein Problem sein. Wir bräuchten zwei Tanned Leather. Auch kein Problem. Ich müsste genügend Karten da haben, um genügend Strings zu machen. Dass das auch kein Problem ist. So. Und dann schauen wir mal nach. Und zwar die Backpacks. Backpack. Und zwar, wir brauchen den Miners Backpack. Rufen Karten. Ich habe nur drei. Jetzt haben wir vier. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall beide. Und das ist schon mal das Wichtige. Diese zwei Rucksäcke sind sehr, sehr wichtig fürs Minen. Es gibt noch, ups, sehe gerade, gebe ich mir auf jeden Fall Leder. Weil davon mache ich mir irgendwann auch noch eine zweite Garnitur. Hunter, Forest und Builders Backpack. Hunter, ja, ist interessant und wichtig. Moment. Moment. Forest ist, ich brauche halt nochmal Wufenkarten, ist Holz. Das ist kein Problem. Das sind Federn, ist kein Problem. Das sind Holzzäune, das ist auch kein Problem. Und davon drei Stück, das ist auch kein Problem. Wir müssen das machen. Das müssen wir machen. Ich habe dann nämlich gesehen, dass da Rüstung gibt. Wir mögen Rüstung. Ja. So, als erstes mal. Ich tue mal jetzt die Messer raus. Das heißt, wir machen uns nochmal jetzt ein paar Strings. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück, jawohl. Hammer. Dann brauchen wir einen Builders Backpack. Gebaut. Wow. Ja. Packen wir mal an die Wand. Dann brauche ich, was habe ich gesagt, Federn. Dann habe ich den, genau. Bin ich mal gespannt, ob er den erkennt. Jawohl, dann haben wir den Forestry. Und wir haben die ganzen Backpacks durch. Das ist schon mal spannend. Und ich nehme natürlich das Taint. Wie gesagt, was viel wichtiger ist,
Ich nehme die Lederrüstung. So. Und dann möchte ich mal schnell bitte mal gucken. Und zwar ist der, ich glaube, der ist erst im nächsten drin. Und ich glaube, ich brauche dafür Stahl. Ja. Ich kann mir leider noch keinen Backpack bauen. Also keinen, den da. Davon brauche ich 5, davon 3 und einen Stahlring. Die 5 haben wir schon. Das ist hervorragend. So, dann verschwende ich jetzt einfach mal schnell ein Eisen. Dass der repariert ist. Und momentan habe ich eine Durability von 208. Und mit denen gehe ich auf 250. Das ist sehr schön. So, und ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss. Machen wir noch schnell einen Mortar. Also ich brauche noch 5. Davon 2. Ich habe jetzt 32 Stück gemacht. Das müsste sogar, glaube ich, reichen. 8, 16, ja, 32. Nee, reicht leider nicht, weil ich kein Steam mehr habe. Das heißt, wir werden das beim nächsten Mal anpacken. Das heißt, wir werden. Jetzt heißt für mich, ich habe mir was zum Essen gesucht. Ich habe meine Backpacks. Darauf habe ich ja auch hingearbeitet, dass wir jetzt dann da einfach mal ein bisschen Freude haben. Das da kommt noch hier mit rein. Chests habe ich auch noch dabei. Das Crushed ziemlich, nehme ich mit raus. Das Einzige, worauf ich noch achten sollte, ist auf jeden Fall auf Fackeln. Das heißt, ich brauche noch mal 4 Eisen. Gott. Ja. Läuft. Aber. Ich habe ja eine Möglichkeit. Ich habe ja Basalt und Mineral und das andere Zeug. Das ist auch Eisen. So, und das ist auch, glaube ich, geht ja wohl. Müssen wir noch mal einen Hammer bauen? Ist doch schön. Beziehungsweise einen Hammer kann ich mir sogar schon bauen. Ja, wenn man sich, ja, wobei, ich habe eigentlich alles gebaut, ich habe auch alles da. Und darum ist es jetzt auch so wichtig, dass ich jetzt richtig, richtig mal schuften gehe. Was ich gerade nur festgestellt habe, ist, wenn man das halt wegklickt, ne, und die Säge ist noch nicht so weit oder geht kaputt, dann macht man halt das andere Holz draus.
So, dann brauche ich noch mal ein bisschen Kohle. Das heißt, ja, haben wir auf jeden Fall auch. Ich brauche momentan keine Sticks. Das Leder geht weg. Das gebratene Schweinchen geht auch weg. Beziehungsweise ich brate mir noch ein paar. Das heißt, ich habe dann noch mal hoffentlich neues Essen. So zum Abschluss. Komm, eins noch. Eins haben wir hier. Weil das sind drei. Das sind drei. Jawohl. Jetzt haben wir ein Bacon-Sandwich. Das heißt, wir haben auch für unsere schöne kleine Tour was zum Essen dabei. Sehr schön. Die Folge ging jetzt etwas länger. Macht jetzt keinen Sinn, dass ich jetzt da noch die Geschwindigkeit dran mache. Aber ich will auf jeden Fall meinen gehen. Das heißt, ich hänge es einfach vor die nächste Folge. In dem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.